Erling Haaland hat den FC 24 ein 91er Rating und ist gemeinsam mit Kylian Mbappé der beste Stürmer im Spiel. Guckt euch seine Stats doch mal an. 89 Tempo, 93 Schuss, 88 Physis und das auf einem Stürmer, der 1,95 Meter groß ist. Das sollte eigentlich verboten sein. Nicht verboten ist es aber, dass wir den Erling heute zocken und zwar laut Glücksrad im 5-2-3-System. Oh, Freunde, das ist eine neue Formation FC 24 und ultra schwitzig. Ja, und Sekunde, was macht Haaland da jetzt am linken Flügel? Du gehst wieder ins Sturmzentrum, Bruder. Ach so, und wie ihr sehen könnt, hat der Erling noch keine Mitspieler. Die bestimmen wir heute auch über das Glücksrad. Und dann testen wir seine Karte in einem alles entscheidenden Spiel. Und sollte er nicht mindestens 3 Tore machen, dann muss ich als Bestrafung mein Hassessen essen. Blauschimmelkäse. Oh, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, Männer. Gute Mitspieler sind also heute wichtig und ich hätte gesagt, wir legen los mit dem linken Flügelspieler. Das Glücksrad dreht sich jetzt zum ersten Mal. Hier sind einige spannende Kategorien drauf und wird's gleich Messi oder CR7? Nee, es wird ganz knapp die österreichische Bundesliga. Wir wurden direkt gehopst. Denn keine Frage, die österreichische Bundesliga ist eine gute Ausbildungsliga. Hat Karim Adeyemi hervorgebracht, Sadio Mané oder auch Erling Haaland. Aber in FIFA haben sie keinen goldenen linken Flügelspieler. Aber dafür haben sie einige Silberspieler. Hier Kjærgaard von Red Bull Salzburg, dem Ex-Verein von Erling Haaland. Oder hier Marco Gröll, 86 Tempo, 4 Sterne Skills. Junge, das wäre gar nicht schlecht. Und nur 600 Münzen, was ein Schnäppchen, wird sofort gekauft. Na gut, dann hoffen wir, dass der liebe Gröll nicht Müll ist. Ja, schlechtes Wortspiel. Naja, am linken Flügel hat das jetzt so lala geklappt mit dem guten Spieler. Probieren wir es am rechten Flügel. Komm schon, Glücksrad, dieses Mal bitte gönnen. Wir bräuchten hier was Gutes. Manchester City-Spieler wäre top, aber es geht knapp auf 7 Buchstaben. Und warum ausgerechnet 7 Buchstaben, fragst du dich? Naja, Haaland hat genau 7 Buchstaben. Oh, und wisst ihr, wer noch 7 Buchstaben hat? Cristiano Ronaldo. Aber er kann nicht am rechten Flügel spielen. In dem bin ich. That I felt betrayed. Und eigentlich gibt's am rechten Flügel nur 2 wirklich vernünftige Optionen. Einmal Usman Dembele und zum anderen Rodrigo. Puh, ist eine schwierige Entscheidung. Nehme ich einen 93 Pace Dembele, der in Paris spielt? Oder aber einen 88 Pace Rodrigo von Real Madrid? Und die Antwort, ich nehme Rodrigo, denn Erling Haaland war ja auch schon mal bei Real Madrid im Gespräch. Daher scheint mir das passend. So, und nachdem wir jetzt die 2 offensiven Außen gemacht haben, scheint es mir passend, erstmal den linken Außenverteidiger zu machen. So, gute Außenverteidiger, das wäre eigentlich wichtig. Ich hoffe, das ist auch beim Glücksrad angekommen, aber das sieht nicht gut aus. Es landet auf Messi oder CR7 und noch nie war diese Kategorie so bitter wie jetzt. Naja, man muss das positiv sehen. Dann kann ich wenigstens jetzt den Goat Lionel Messi testen. Wenn auch als linken Außenverteidiger. Oh je, ich kann den Blauschimmelkäse schon schmecken. Okay, Freunde, ich glaube, ich habe mal genug Außenspieler gemacht. Wir gehen jetzt ins zentrale Mittelfeld. Bitte, Glücksrad, bisher warst du, naja, noch so semi-gnädig. Jetzt könntest du doch einfach mal gönnen und es wird die freie Wahl. Das ist absolute Gönnung. Denn wie der Name schon sagt, darf ich im zentralen Mittelfeld einen Spieler meiner Wahl nehmen. Guck mal in meinen Verein, vielleicht ist da was Brauchbares dabei. Und ich habe Jude Bellingham noch. Ganz ehrlich, sieht ultra sick aus, die Karte. Ich fackel nicht lang rum. Der kommt ins Team. Ja, Männer, und jetzt merke ich erst, Real Madrid genauso wie Rodrigo, das war schon smart, dass wir den statt Dembele genommen haben. Und mit Bellingham haben wir einen richtigen Kracher und Allrounder im linken Mittelfeld. Das hat gut funktioniert, come on. Let's do the right midfield. Also, the right zentrale Mittelfeld und so, ne? Vamos, Glücksrad. Einfach nochmal so gönnen wie jetzt gerade. Freie Wahl oder irgend sowas, da wäre ich völlig fein mit. Aber es landet tatsächlich auf einem Schalke-Spieler. Oh je. Ganz ehrlich, die Kategorie ist fast schon noch schlechter als Schalke aktuell in der Tabelle. Und das will was heißen. Ha gut, ich habe mir das Schalke-Shirt angezogen. Wir suchen nach Schalke-Spielern. Hallo, Schalke? Wo ist Schalke? Oh Gott, die sind ja in der zweiten Liga. So, jetzt aber Schalke-Mittelfeldspieler. Wir gucken, was es da so gibt. Schallenberg 73er Rating, Latzer 69, Seguin, Quadraogo. Junge, das ist ja gar nichts. Ja, hier auf der zweiten Seite Drexler oder Tempelmann. Der hat zumindest noch Tempo und halbwegs vernünftiges Dribbling. Ich glaube, den nehmen wir. Aber ganz ehrlich, selbst 600 Münzen sind für die Karte eigentlich zu viel, aber was soll's. Der Junge wird mit Bellingham das Mittelfeld schon im Griff haben. Also, hoffe ich auf jeden Fall. Gut, dann hätte ich jetzt gesagt, machen wir den rechten Außenverteidiger und dann haben wir noch die 3 Innenverteidiger und den Torwart. Zuletzt. Und ich setze das Glücksrad in Bewegung und wisst ihr was? Ich halte mir die Augen zu und warte einfach mal 3-4 Sekunden und dann gucken wir, wo das Glücksrad steht. Ihr werdet es jetzt schon sehen. 3, 2, 1, boom! Und es ist ChatGPT. Oh, das könnte böse werden. Also ChatGPT, ich brauche für ein YouTube-Video über das Fußballspiel EAFC 24 eine Auswahl von 3 Rechtsverteidiger von dir. Es dürfen Weltklasse-Spieler sein, können aber auch Spieler sein, die schlecht sind und zum Beispiel in der zweiten Liga spielen. Ja,
Favorit dieser Tempelmann hier zum Beispiel. Bitte wähle das rein zufällig aus. Nenn mir auch deinen Favoriten von den drei Alternativen. Du musst nicht nett zu mir sein, es kann auch eine lustige Auswahl dabei sein. Danke und let's go. Und ChatGPT legt los. Danica Wachal, Phil Bartsley und Bob das Chaos Müller. Ein fiktiver Rechtsverteidiger und sein... ChatGPTs Favorit ist... Bob Chaos Müller. Einfach weil er für eine amüsante Note in deinem Video sorgen könnte. Viel Spaß beim Erstellen deines Videos. ChatGPT, was soll denn das? Ich hasse dich. Denn einen Bob, das Chaos Müller, gibt's natürlich nicht in FIFA, aber es gibt Thomas Müller. Mit 59 Tempo ist der Kerl auch sicher Chaos. Als Rechtsverteidiger. Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Ja, kann ich verstehen, Thomas. Das interessiert mich auch nicht. Ich hoffe jetzt einfach auf einen Weltklasse-Keeper, um das irgendwie wettzumachen. Also bitte, Glücksrad, ich flehe dich an. Sei jetzt einmal im Gönnermodus. Sei einmal gönnerhaft. Es wird der Draft-Pick. Da ist wieder alles möglich. Aber wir gehen rein in den Food-Draft-Pick. Let's go. Pergömari, Courtois auf der 2. Courtois auf der 2. Zinsberger, österreichische Tor. Frau von Arsenal auch noch dabei, aber 90er Courtois, da brauche ich nicht lange überlegen. Boom, wichtig und rein da, Thibaut Courtois. Puh, fällt mir ein Stein vom Herzen, wir haben den Weltklasse-Torwart, jetzt brauchen wir nur noch 3 sehr, sehr gute Innenverteidiger. Also Glücksrad, bitte eine vernünftige Kategorie, kein Torschützenkönig, das bräuchten wir jetzt nicht. Ein Jahrgang 2000, der gleiche, in dem Erling Haaland geboren wurde, der könnte interessant sein. Wir gehen also auf Transfermarkt, wählen Jahrgang 2000, Position Innenverteidiger und hier we go. Oh, und da bekommen wir Wesley Fofana, 55 Millionen Marktwert und dahinter Sven Botman mit 45 Millionen. Junge, die sind auch beide riesengroß. Das könnte doch schon passen. Digga, ganz ehrlich, wie viele 2000er-Jahrgänge sind denn hier gute Innenverteidiger? Guehi, Kalulu, Sima Khan und dann hinten ja auch noch Macron, Lacroix. Junge, das ist ein richtig guter Jahrgang. Und ich gönne uns den Sven Botman, 83er Rating aus der Premier League für 850 Münzen. Das ist ein Geschenk. Ja, vorausgesetzt, EA wird mich hier mal den Spieler dem Team hinzufügen lassen. Ich kann ihn hier nur verkaufen oder auf die Transferliste. Dieses Spiel ist schon so gebrochen, Digga. Nee, Leute, im Ernst jetzt, er ist auf meiner Transferliste und ich kann ihn nur schnell verkaufen und gar nichts mehr sonst machen mit ihm. Was ist denn mit euch los, EA? Gut, Versuch Nummer 2. Kaufen wir ihn einfach nochmal. Bruder, what? Wollt ihr mich jetzt komplett hops nehmen? Jetzt steht da ja sein Duplikat. Ich hab geguckt, er war nicht in meinem Verein. Ja, genau, als ob ihr. Jetzt ist er auf einmal im Verein. Ich hab vorhin noch geguckt, aber völlig egal. Er ist jetzt einfach im Team. Und damit bleiben nur noch 2 Spieler. Der linke Innenverteidiger und der rechte Innenverteidiger. Und wir drehen direkt zum nächsten Mal das Glücksrad. Bitte, EA. Glücksrad, gönn doch. Und es wird das letzte Tor, das Erling Haaland geschossen hat. Und ein Blick auf Erling Haalands Leistungsdaten zeigt, in der Premier League 7 Spiele, 8 Tore, in der Champions League 2 Spiele und noch nicht getroffen. Das ist bitter, weil gestern am Abend hätten sie gegen RB Leipzig gespielt. Aber gut, dann bekomme ich eben einen Innenverteidiger vom letzten Premier League Team, gegen das Erling Haaland getroffen hat. Und das war am 23. September Nottingham Forest. Da hat er ein Tor geschossen. Oh Gott, ich hoffe, die haben jetzt überhaupt Gold-Innenverteidiger. Komm, let's go. Okay, Niakati, 75 Tempo, 77er Rating. Boli und dann noch Philippe. Und das dürfte es dann aber auch gewesen sein mit Gold-Innenverteidigern. So ist es. Aber naja, Niakati ist wenigstens mit 350 Münzen ein Schnäppchen. Wobei, Sekunde, ich guck noch davor, ob ich ihn nicht doch irgendwo im Verein habe. Wir gucken diesen mal gemeinsam. Antwort nein, er ist nicht da. Nur fürs Protokoll. Boom. Jetzt aber. Und damit, Ladies and Gentlemen, bleibt nur noch der letzte Innenverteidiger zu klären. Das heißt, Glücksrad, bitte komm einmal noch. Ich stehe sogar extra auf für dich. Ich stehe sogar extra auf für dich und es landet auf dem Ex-Verein. Ich glaube, da finden wir uns was Gutes. Es stehen uns also 3 Vereine zur Auswahl. Molde FK, der FC Red Bull Salzburg und Borussia Dortmund. Und ich glaube, wir wissen alle, von welchem Verein ich jetzt einen Spieler nehme. Von Molde FK natürlich. Nee, kleiner Spaß, ihr seht's. Die Spieler von denen sind alle kacke. Die Rede ist natürlich von Borussia Dortmund. Mats Hummels, Niklas Süle, Schlotterbeck. Oh, Mats Hummels hat sogar eine Team of the Week-Karte. Und die wäre doch sehr, sehr lecker. Nice, und für nicht mal 27.000 Münzen können wir uns auch noch eine Special-Card genehmigen. Und Hummels vervollständigt so Haalands Dream-Team. Immerhin noch mit 92-Plus-Spielern, Messi und Courtois im Team. Aber halt auch mit 2 Silberspielern. Insgesamt hat das Team Erling eine 85er Bewertung, aber jetzt wird die Frage geklärt. Schafft der Kerl einen Hattrick oder nicht? Und nicht vergessen, sollte das nicht schaffen, muss ich diesen ekligen Blauschimmelkäse essen. Oh, und das gegnerische Team, das sieht machbar aus. Oh, Messi als Linksverteidiger gleich mal voll da. Jetzt aber das erste Mal Erling Haaland im Strafraum. Komm, mit der Finte. Und jetzt Schuss! Okay, der segelt aber kilometerweit vorbei. Ah, und bei meinem Gegner segelt er nicht vorbei, der schwitzt den dreckig rein. Yep, und jetzt schwitzt er zum zweiten Mal rein. Jetzt vielleicht noch kurz vor der Halbzeit, Messi über außen, Spiel zurück zu Haaland. Und der verwertet ihn nicht. Bruder muss los und Haaland zur Halbzeit mit einem 4,9er Rating, aber ich komme mit der Formation auch einfach nicht klar.
Naja, beten wir, dass es in Durchgang 2 jetzt besser wird. Aber davor gucken wir noch auf den Halbpass, mal meinen ersten eigenen Torwart-Handschuh. Die Dinger sehen nicht nur crazy aus, sondern haben auch noch crazy Grip. Du willst auch endlich die unhaltbaren Bälle halten? Dann hol dir jetzt den Halbpass, mal. Link ist unten in der Beschreibung. Brüll, das ist ein guter und dann fehlt der Pass auf Haaland. Bruder, wie sollst du mit solchen Mitspielern auch ein Tor schießen? Und wir kassieren das 0:3. Brüll, jetzt aber mal auf Haaland. Komm, mach wenigstens das eine Tor, Erling, und er macht es. Und wir haben noch 30 Minuten, vielleicht ist noch was möglich. Ja, never mind, wir haben direkt wieder das 1:4 kassiert. Und auch das 1:5. Ha, komisch, verstehe ich gar nicht. Und das, obwohl wir doch so Weltklasse-Verteidiger wie den Lionel Messi oder den Thomas Müller haben. Ich könnte kotzen mit dem Team. Aber egal, für die Bestrafung geht es ja darum, dass Haaland 3 Tore schießt. Das ist noch möglich. Und dann passierte das hier. Oh, was macht Courtois? Warum kommt er da raus? Oh. FC24 in der Nutshell, Freunde. Und was macht Mats Hummels da vorne jetzt im Sturmzentrum? Ja, verkacken. Aber Haaland hat nochmal die Chance aufs Zweite und natürlich, es geht heute gar nichts. Ja, komm und schießt Haaland halt die Ecke und Messi mit dem Fallrückzieher fast. Das wäre schön gewesen. Und Haaland bekommt nochmal einen Elfer. Okay, kein Druck, Erling. Kein Druck, Erling. Oben links und er macht das zweite Tor, aber das Ding ist, die Zeit ist halt fast vorbei, ne? Oh ja, genau so ist es. Jetzt pfeift der Schiedsrichter ab. Ich habe die Challenge nicht geschafft und muss jetzt den ekligen Blauschimmelkäse essen. Alter, ist das eklig. Nee, ich muss was trinken. Oh mein Gott. Wer ist sowas freiwillig? Und ey, diese Erling Haaland-Karte sollte verboten werden. Und zwar, sie in so einem Kack-Team zu spielen. Und wenn dir dieses FC24-Video gefallen hat, dann wird dir sicher auch das hier gefallen, also hier klicken. Und jetzt direkt weiter gucken.